Der österreichische Fußball ist zurück. Foda muss auf Alaba und Kainz verzichten und die Formel 1 steht in Spa in den Startlöchern. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Heute ist es endlich soweit. Der österreichische Fußball ist mit der ersten Runde des ÖFB-Cups wieder zurück. Um 18 Uhr eröffnet der WRC gegen Neusiedl am See die Saison 2020/21. Von der ersten Runde müssen schon insgesamt 7 Spiele aufgrund von positiver Corona-Tests verschoben werden. Auch Sturm Graz spielt heute gegen den SV Innsbruck das erste Heimspiel in dieser Saison. Die Grazer dürfen in der Auftaktrunde nun aber nicht wie geplant 7.200 Besucher ins Stadion lassen, sondern nur die festgeschriebenen 1.250. Das vorgelegte Konzept wurde vom Gesundheitsministerium stark kritisiert und letztendlich nicht zugelassen. Die restlichen 25 Cup-Spiele werden übers Wochenende verteilt gespielt, ehe es nächste Woche in die Länderspielpause geht. Schon kommenden Montag beginnt das erste Training der ÖFB-Auswahl im Camp in Kärnten. Franco Foda muss bei den Nations League-Spielen am 4. September in Oslo und am 7. September in Klagenfurt auf David Alaba und Florian Kainz verzichten. Alaba bekommt, nachdem er am Sonntag mit Bayern München den Champions League-Titel gewonnen hat, eine Pause. Köln-Profi Kainz muss wegen Knieproblemen aussetzen. Franco Foda nominierte vorerst nur Maximilian Wöber nach. Über eine zweite Nachnominierung wird in den kommenden Tagen entschieden. Auch Arnautovic kann nicht an den Länderspielen teilnehmen. Er sagt aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen ab. Ob Valentino Lazzaro mit im Team sein wird, ist auch noch nicht klar. Er verletzt sich gleich beim ersten Spiel für seinen neuen Club Borussia Mönchengladbach. Laut Marco Rose wird er wegen einer muskulären Verletzung für mehrere Wochen ausfallen. Die Spekulationen und Diskussionen rund um Messis Abgang bei Barcelona werden immer lauter. Nun äußert sich laut Medienberichten auch der Präsident des FC Barcelona, Josep Bartomeu, der seinen Rücktritt anbietet, sollte Messi nun doch bleiben wollen. Nach spanischen Medienberichten ist die schlechte Beziehung zwischen Messi und Bartomeu einer der Hauptgründe für den Wunsch des Superstars, den Verein nach 20 Jahren zu verlassen. Nächste Woche startet Thiem nach seiner Niederlage bei den ATP Masters 1000 gegen Jaume Munar in die US Open in New York. Der Weltranglistendritte ist beim Grand Slam Turnier in Flushing Meadows hinter Novak Djokovic als Nummer 2 gesetzt. Zu einer Wiederholung des Australian Open Finales könnte es daher erst im Endspiel kommen. Dafür müssten die zwei Tennisasse aber zuerst 6 Mal in Folge gewinnen. Bei den erschwerten Bedingungen durch die Coronavirus-Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen ist dies aber alles andere als eine leichte Aufgabe. Nach der Black Lives Matter-Protestwelle beinahe alle Sportarten in den USA gab es kurz vor dem Rennen in Spa-Francorchamps auch in der Formel 1 Diskussionen zu diesem Thema. Allerdings meint Weltmeister Lewis Hamilton, dass die Zeit hierfür bei Rennen in Europa noch nicht gekommen ist. Im Vorjahr gab es auf der Strecke in Belgien, auf der auch diesen Sonntag gefahren wird, einen tragischen Unfall in der Formel 2 von Antoine Hubert. Beim Rennen in den Ardennen werden die Piloten dem im Vorjahr tödlich verunglückten Hubert mit einer Schweigeminute gedenken. Die Rennwagen werden außerdem zu seinen Ehren mit einem speziellen Logo, das seinen Namen trägt, an den Start gehen. Auf der Rennstrecke wird Max Verstappen versuchen, seine Chance zu nutzen und eine Aufholjagd in der Weltmeisterschaft gegenüber Hamilton zu starten. Nach wie vor hat er Chancen, sich heuer zum jüngsten Fahrer der Formel-1-Geschichte zu krönen. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen aus der Sportwelt an diesem Freitag. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und bis Montag im KRONE.at Sportstudio.